Deutsche Autoindustrie, eine kriminelle Vereinigung. Warum Merkel den Autokonzernen nichts tun wird. Ein Kommentar von Tim Losowski. Daimler, BMW, VW und seine Marken Audi und Porsche, sie alle haben manipulierte Software in Autos eingebaut. Dazu kann man täglich Nachrichten finden. Doch darüber, dass dieser Betrug nur die Spitze des Eisbergs ist, wird kaum geredet. Immerhin hatten die Autohersteller seit den 1990ern ein Kartell gebildet, um genau diesen Betrug und noch viel mehr untereinander abzustimmen. Meiner Meinung nach eine kriminelle Vereinigung, die jedoch nicht viel zu befürchten hat. Vergangenes Jahr stand es für kurze Zeit in den Nachrichtenspalten. Alle deutschen Autokonzerne haben sich seit den 1990ern regelmäßig für Absprachen über Technik, Kosten, Preise, Zulieferer und sogar die Abgasreinigung der Dieselfahrzeuge getroffen. Das Kartell umfasste 60 Arbeitsgruppen, an denen 200 Personen beteiligt waren. Die Autoindustrie hatte sich einen ganzen Apparat geschaffen, um im Geheimen systematisch Verbrechen zu begehen. Bekannt wurde das Ganze durch eine Selbstanzeige des VW-Konzerns. Diese machte er, um einer Kartellstrafe zu entgehen. Durch die Preisabsprachen im Kartell zahlten Autokäufer über Jahrzehnte viel zu hohe, von den Konzernen untereinander festgelegte Preise, die die Konkurrenz ausschalteten. Nicht viel her mit dem Märchen der freien Marktwirtschaft bei einem der teuersten Anschaffungen, die man als Arbeiter und Arbeiterin so machen kann. Betroffen davon waren nicht nur diejenigen, die sich einen neuen BMW leisten konnten, auch alle Gebrauchtwagenkäufer müssen mehr blechen, da sich auch dieser Preis am Ursprungspreis orientiert. Im Kartell einigte man sich auch bei Dieselfahrzeugen auf zu kleine, kostengünstige AdBlue-Tanks zur Dieselreinigung. Um die Stickstoffwerte einhalten zu können, wurde dann eine manipulierte Software eingespielt. Doch was bedeutet eigentlich ein erhöhter Ausstoß? Jedes Jahr sterben mehr als 6000 Menschen vorzeitig aufgrund hoher Stickstoffwerte. Auch Feinstaub spielt bei jedem vierten Todesfall aufgrund von Lungenkrebs eine Rolle. Bei 15% aller Schlaganfälle ist Feinstaub mit im Spiel. Das ist die wahre Bilanz des sogenannten Abgasskandals. Aktuell steht auf der politischen Agenda der Kampf um die Macht des Rechtsstaats bei den verschiedenen kapitalistischen Politikern gerade ganz weit oben. So wurde bei der erfolgreichen Verhinderung einer Abschiebung in Ellwang von rechtsfreien Räumen gesprochen, gegen die man vorgehen wolle. Doch was geschieht mit dem mörderischen Kartell? Nichts außer Symbolpolitik. Da werden Rückrufaktionen für 10.000 Autos als großer Erfolg verkauft. Doch die Verpflichtung für die Autokonzerne beschränkt sich darauf, ihre Betrugssoftware zu ändern. Aber dadurch werden diese doch nicht sauberer. Für all das gibt es nur eine Erklärung. Dieser Staat ist den Automonopolen untergeordnet. Ihre Anweisungen geben diese in hunderten Treffen mit den Spitzenpolitikern. Seit Bekanntwerden des Dieselskandals traf sich dementsprechend die Bundesregierung bis Mitte 2012 allein 325 Mal mit Lobbyisten der Autoindustrie. Ganze 21 Mal mit Umweltverbänden. Erklärbar wird das Verhalten der Politiker nur, wenn man sich die Macht der Autoindustrie innerhalb des deutschen Kapitalismus ansieht. Sie ist ein zentraler Pfeiler der deutschen Wirtschaft und ein wichtiger Grund für Deutschlands internationale Stärke. Das sieht man auch daran, dass die USA den Dieselskandal umfassend ausschlachtet, um Deutschland im internationalen Konkurrenzkampf zu schaden. Gegen den ehemaligen VW-Chef Winterkorn hat sie Haftbefehl erlassen. In Deutschland kann dieser sich frei bewegen. Andersherum wäre es aber genauso. Die kriminelle Vereinigung der Autoindustrie hat in diesem System nichts zu befürchten.